Ein Teil des Pferdebachtals in Witten an soll noch in diesem Jahr umgestaltet werden. Wir stellen euch die Pläne gleich vor. Das Pferdebachtal erstreckt sich von der Dortmunder Straße bis zur Pferdebachstraße. Im unmittelbaren Umfeld befindet sich die Privatuniversität Witten-Herdecke, die Zahnklinik und das FEZ, aber auch der Christophorushof, auf dem wir uns jetzt hier befinden. Hier stellte Marion Körner von der Entwicklungsgesellschaft die Pläne vor. Das, was wir vorhaben mit der Entwicklungsgesellschaft, ist, dass wir viel Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Gärten in Gemeinschaft erleben können und dass Menschen gut miteinander essen und arbeiten können. Nach der Vorstellung erfolgte die Ortsbegehung, es wurden Pressefotos gemacht und Benjamin Greulich von der Entwicklungsgesellschaft stellte sich unseren Fragen. Benjamin Greulich, noch ist das Gebiet sehr grün, aber wie verändert es sich? Ja, das stimmt. Also dein Eindruck ist ja absolut richtig. Wir haben ja hier grün und was wir natürlich ganz gerne schaffen wollen, ist, dass es bei Weitem bunter wird. Und das sind artenreiche Wiesen, Teil eines großen Biotopverbundsystems, Teil von 10 Biotopen, die hier dann auch rund um die Wiesenflächen entstehen. Also wir haben den Angang, Naturschutzflächen zu schaffen, Lebensräume zu schaffen für Tiere, für Pflanzen. Und auf der anderen Seite siedeln wir daneben tatsächlich einen Gemüsebau an. Warum tun wir das? Wir tun das, weil wir beides miteinander in einer Fläche eigentlich miteinander leben lassen wollen. Und das eine das andere eigentlich stützt. Und aus dem Produktionsgemüsebau, der im nächsten Jahr entstehen wird, wir Sorge tragen können, dass die entstehenden Biotopsysteme, Lebensräume dann auch dauerhaft einfach da bleiben und gepflegt werden. Der Christophorushof ist mit eingebunden. Welche Rolle spielt er dabei? Christophorushof, wichtiger Teil letztlich unseres Ansinnens, dann auch in Kooperation mit denen, die da sind, auch zusammenzuarbeiten. Und wir haben mit den Menschen mit Unterstützungsbedarf am Christophorushof einfach auch eine Gemeinschaft, die nebenan wohnt und die man mit der Zeit hinweg auch durch pädagogische Konzepte mit hineinnehmen kann in die Flächen, in der Freizeit gegebenenfalls, aber auch sogar später mal in der Arbeit. Und das ist das, was uns vor allen Dingen auch wirklich interessiert, dass die Dinge, die entstehen, multifunktional genutzt werden können und die ja drumherum ansässig sind, wohnen, das ist ja ihr Lebensraum hier, an der Stelle auch wirklich voll und ganz mitgenommen werden. Nicht die gesamte Fläche des Pferdebachtals wird verändert. Umgestaltet wird die Wiese an der Rosi-Wolfstein-Straße. Naja, wir sprechen insgesamt tatsächlich über eine Fläche, eine Projektfläche liegt bei ca. 4 Hektar. Das heißt, wir haben 12.000 und ein paar Quadratmeter oben auf der Ackerfläche, die neben dem Christophorushof und dann 100 Meter fußläufig neben der Uni Witten-Herdecke liegt. Und wir haben mit dem Wiesenstück dann nochmal fast 2,5 Hektar, die artenreich entwickelt werden. Also ein Projektareal in den fast 15 Hektar Pferdebachtal, wovon wir dann ungefähr etwas weniger als ein Drittel dann anfangen zu bespielen. Jetzt ist das eine öffentliche Fläche und die soll auch nicht irgendwie eingezäunt werden. Wie wollt ihr denn sicherstellen, dass das Gemüse, das ihr anbaut, tatsächlich der Universität und euch zugutekommt und nicht den vielen Tieren oder den Menschen, die hier vorbeigehen? Naja, das umtreibt halt auch die GärtnerInnen, die wir halt haben, dann an der Stelle, weil wir haben hier auch einen hohen Kaninchendruck. Das ist zu schaffen, weil wir bewirtschaften grundsätzlich sehr maschinenarm. Das heißt, wir haben kleinräumige Flächen, die man dann auch durchaus absichern kann gegen Kaninchenfraß und so weiter, indem man dann mal hier und da ein mobiles Zäunchen oder eben halt auch mit Abdeckungen arbeitet. Also das Gemüse wird geschützt mit Netzen, das sind Kulturschutznetze und damit man da auch an der Stelle das verhindert. Der andere Punkt, öffentliche Fläche, ist eine spannende Herausforderung. Auch dort nehmen wir diese Herausforderung total gerne an. Also Menschen sollen durch die Gärten auch tatsächlich spazieren gehen. Zusätzlich haben wir dieses Konzept der Besucherlenkung integriert, wo wir natürlich schauen, dass wir hier und da Hotspots gegebenenfalls einrichten, wo auch dann Menschen dann auch gezielt eingeladen werden, sich dort zu informieren, dort zu verweilen. Aber dann lasst doch einfach auch einen Salatkopf mal fehlen, halten wir für sehr verschmerzlich, weil wir reden hier über gesunde Ernährung und an der Stelle ist es dann auch eine essbare Landschaft. Nichtsdestotrotz, das Produktionsgemüse für uns einfach auch wichtiger wirtschaftlicher Faktor, um an der Stelle dann auch dauerhaft die Strukturen zu gewährleisten. Jetzt habt ihr euch ein sportliches Ziel gesetzt, das soll in diesem Jahr noch fertig werden.
Wer werkelt da mit? Sind das nur die Bewohner vom Christophorushof oder werden weitere Unternehmen zum Beispiel eingespannt? Ja, genau. Also natürlich, das sind auch Fachexperten, das sind ausgebildete Fachkräfte, die hier beschäftigt werden, um diese Maßnahmen umzusetzen. Das ist durchaus ambitioniert, bis zum Ende des Jahres das auch zu realisieren. Wir reden hier über Sanierungen einer historischen Trockenmauer beispielsweise. Das kann nur durch Fachkräfte begleitet werden und durchaus auch umgesetzt werden. Trotz alledem haben wir immer hier auch die offenen Türen eben und da laden wir auch herzlich zu ein, dass eben tatsächlich Studenten der Universität, natürlich auch hier die Anwohner und wir auch gezielte Ansprachen da tun werden in der Zukunft, sodass es da in ein Mitarbeiten kommt, in ein Miteinander, diese Dinge zu entwickeln. Die Bewohner des Christophorushofes für diese Konzeptionierung, da werden wir parallel letztlich auch in Gespräche gehen, weiter mit der Leitung des Christophorushauses, um ein pädagogisches Konzept zu entwickeln, um auch mit der Zeit einfach an der Stelle hier den Sozialraum zu entwickeln für die Bewohner und hier auch einfach für Teilhabe im Quartier der Menschen mit Unterstützungsbedarf zu sorgen. Das ist die zweite Fläche, die verändert wird. Was passiert denn hier? Ja, wir stehen jetzt hier am Rand, hier auf dem Fußweg zwischen Uni und Christophorushof, am Rand von 12.500 Quadratmeter Ackerfläche. Das ist eine der Hauptflächen für das gesamte Projekt und wird spannend entwickelt. Was wir am Anfang gesehen hatten in der Richtung Universität, wir werden hier unten in diesem Bereich nach jetzt dann noch zu erstellender Feinplanung einen Feuchtgebietebereich haben, strukturiert mit Blänken, mit Mulden, in denen Wasser sich breit ausbreiten kann, in denen Wasser halt auch mal stehen bleiben kann nach Niederschlagsereignissen der stärkeren Art und noch vorgelagert durchaus auch einen Sumpf halt haben, in dem wir einen Lebensraum schaffen für Amphibien und Insekten. Und so entwickelt sich das in die Fläche ganzheitlich weiter. Das heißt, wir gucken, was gibt uns die Fläche an der Stelle für Möglichkeiten zur Gestaltung und so versuchen wir einfach Elemente hier hineinzunehmen, die sinnvoll sind für diesen Standort. Und das ist zum einen dann ein recht großer Weidendom, den wir planen zu bauen. Zum einen, weil wir dort auch nochmal einen neuen Lebensraum schaffen und zum anderen, weil dieser Weidendom als Landmarke auch Begegnungsraum sein kann für Veranstaltungen. Vielleicht kann man auch mal draußen in der Feldküche irgendwie miteinander am Weidendom stehen und das, was man frisch erntet, dort halt verkochen und genießen. Wir haben neben dem Weidendom Elemente, die im Permakulturellen sind, aber auch eben hohen Naturschutzwert und Lebensraumwert halt haben. Das ist ein Waldgarten, das ist ein Wildobstgarten, das ist ein Kräuter- und Heilpflanzengarten. Und das Ganze liegt dann spannenderweise rundherum in der Mitte liegt nämlich dann eine Ackerfläche, die wird so ungefähr 2000 Quadratmeter groß sein als Schaufläche, auf der naturnaher Ackerbau demonstriert werden soll. Naturnaher Ackerbau ist einer, wo wir einen vergrößerten Reihenabstand haben im Getreide, wo wir Ackerkräuter haben, Wildkräuter, wo wir mit Untersaaten hineingehen, auch einfach wieder Lebensraum zur Bewirtschaftung, zusätzlich Lebensraum erhalten für Insekten. Gefolgt beispielsweise von einer Insektenbank. Insektenbank ist wichtig für Insekten, um im Winter ein Quartier zu haben. Im Sommer können sie wiederum in die Ackerfläche, in die Flächen hinein und finden einfach einen ganzjährigen Lebensraum. Und abschließend hier zwischen Ackerfläche im Randbereich zum Christophorushof, was wir dort im Hintergrund sehen mit den roten Dächern, haben wir dann nochmal 4 Stege Produktionsgemüsebau auf ca. 4000 Quadratmeter, aus denen wir anfangen, in hoher Kultursortenvielfalt Gemüse anzubauen, was sowohl hier fürs Quartier ist, als auch gedacht ist für die Produktionsküche an der Universität Wittenherdecke. Du sagtest auch gerade nochmal, es ist mir auch nochmal wichtig, wir reden hier über städtische, kommunale Flächen. Wir haben natürlich jetzt in der ganzen Beantragung der EU-Fördermittel mit der Zusammenarbeit der Stadt Witten wirklich einen wichtigen Unterstützungspartner gehabt. Öffentliche Flächen braucht dann an der Stelle immer die Abstimmung mit der Kommune und genauso auch mit der Bezirksregierung Arnsberg, sodass dann hier auch öffentliche Mittel dann in Verwendung geraten können.